Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und heute muss ich euch leider nochmal Molking zeigen. Tut mir leid, ich hatte habe noch zwei andere Sachen in der Pipeline liegen, aber das hat sich ein bisschen verzögert, ein bisschen gezogen. Macht aber nichts. Das eine habe ich jetzt auf Dienstag verschoben und das andere kommt dann nächste Woche Sonntag. Da wird sich auch der Peter drüber freuen. Der wird bestimmt schon zuschauen und wird bestimmt schon gefragt haben, ob das jetzt schon hier heute kommt oder ob ich wirklich so schnell war, aber ich war noch nicht so schnell. Macht aber nichts. Kommen wir zu dem, was hier ist. Der Loi hat mir die 19009 von Molking zur Verfügung gestellt. Das ist ein nicht autorisierter Mock. Ich sage es euch gleich vorweg. Und zwar ist das Original eigentlich von Hogwartus. Und da findet ihr bei Rebrickable unter der Mock 13179. Und ist eigentlich ein C-Modell von dem Volvo Bagger. Also von dem 42053. Entschuldigung, dass ich immer wieder gucken muss. Ich habe die Zahlen manchmal nicht im Kopf. Deswegen muss ich ab und zu mal gucken. Aber was ihr hier bekommt, das ist wirklich ein Kracher, finde ich. Ja, also für 29,59 sind es aktuell beim Loi in Euro, bekommt ihr eine nette kleine Kiste mit Pneumatik. Es lädt zum Spielen ein, es ist verführerisch und wenn ich überlege, wie viel Schlauch ich zum Beispiel am Ende noch übrig habe, wie viele Leute rennen rum und suchen immer Schlauch. Hier sind zwei große Beutel dabei, wo eine Riesenrolle Schlauch drin ist, schwarzer Schlauch, und eine Rolle blauer Schlauch. Ihr seht, was ich jetzt hier am Ende noch übrig habe. Das ist wirklich ein Haufen Zeug und das für 30 Euro. Dazu bekommt ihr die Handpumpe hier, zwei große Pneumatikzylinder, einen kleinen und den Rest der Steine. Also. Als Teilespender super. Ne? Man muss es sich nicht mal als Set zu Hause hinstellen, sondern alleine als Teilespender finde ich das Ding ideal. Weil so ganz zufrieden war ich jetzt nicht. Das seht ihr aber am Ende im Review, im Teilreview dann. Es habt alles in drei einzelne Bauabschnitte sind das. Das heißt, unten fangt ihr an, auf der Seite, dass ihr Pneumatik legt. Den Grundstock dazu. Du bleibst unten, bevor du hochspringst. Ja, ihr fangt hier drüben an, macht die Pneumatik unten, legt die Schläuche, dann baut ihr den Rest hier drüben und dann baut ihr den Aufbau im letzten Augenblick. Also, es geht locker leicht von der Hand. Ich habe jetzt alles in allem knappe 2 Stunden gebraucht. Geht relativ flott. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, in der Anleitung sind so manche Sachen dabei, die sind ein wenig verwirrend. Wie ihr zum Beispiel was legen könnt. Ja, da kann es sein, dass ihr ein bisschen drüber stolpert. Ich werde jetzt gerade mal ein bisschen nebenbei damit spielen. Nicht wundern, dass ihr dann halt da steht und denkt so, hä? Was wollt ihr jetzt von mir? Geht mir genauso. Liegt aber daran, dass die Bilder teilweise ein bisschen krude sind. So, dass man nicht sofort erkennt, was man da jetzt machen soll. Gerade wenn man irgendwo die Schläuche durchführen soll. Ich meine, die Schläuche an sich, dieses System hier drin, dass die verschiedenfarbige Punkte haben, ist super. Nur wäre es halt wirklich cool für Leute, die sich halt nicht so groß damit auskennen oder auch sich das merken können, wo jetzt welcher Schlauch ist, bevor sie anfangen müssen und müssen da jetzt selber farbige Stifte raussuchen und Punkte holen. Dass man doch vielleicht so einen Punkt drauf macht. Oder habe ich das vielleicht übersehen? Nee. Ja, weil ihr habt, hier ist noch Platz drauf. Hier hätte man locker leicht mal so einen bunten Punkt drauf machen können. Den man einfach so auf den Schlauch bockt, damit man weiß, der kommt jetzt dahin und der kommt dahin. Machen wir ja in der Industrie zum Beispiel genauso, wenn wir irgendwo Leitungen legen, das sind hier auch markiert, wenn man die irgendwo durchzieht. Gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Antütigen und dann starten wir damit, was in Abbauabschnitt 1 war und gehen dann immer weiter bis zum Ende. Uns, dass wir uns alles anschauen können. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß beim Antütigen und dann sehen wir uns gleich wieder.
In Abschnitt 1 haben wir nun soweit gebaut. Wir haben jetzt hier die Steuerung für die Pneumatik schon fertig. Ja, wir haben den ersten Zylinder verbunden, der große hier, der dann dafür sorgen wird, dass der Arm hoch und runter fährt. Wir haben jetzt hier auch schon so eine Lenkung gebaut. Der lässt sich hier hinten dann auch steuern. Ich weiß noch nicht, wie wir das miteinander kombinieren werden. Da werden wir zu kommen. Ihr seht, das mit dem Schläuchen ist ein bisschen Gefummel. Ja, also, aber hier habt ihr eine ganz klare Führung, dass ihr, das habt ihr auch in der Anleitung angezeigt, dass ihr die hier durchführt und dann wirklich hier sichert, damit die alle zusammenhängen. Na? Ich bin gespannt, weil Pneumatik ist eine ganz eigene Herausforderung. Mir macht das sehr persönlich sehr viel Spaß. Und dann werden wir mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ne? Auf zu Tüte 2. So, nächste Tüte, neues Glück. Also, wir haben jetzt hier vorne. So, Halter, die unglücklicherweise nicht ganz so gut funktionieren, wie sie sollten, glaube ich. Weil ich es nämlich ziemlich sperrig hier. Die sollen den ganzen Wagen wahrscheinlich fixieren, um es dann festzuhalten beim Heben. Ergibt für mich wenig Sinn, ich kenne das anders. Also ich wüsste jetzt nicht, dass bei uns zum Beispiel in der Firma solche Dinger vorne dran wären. Aber naja gut, man lässt sich ja immer was Neues einfallen. So, dann haben wir die Lenkung. Die ist gewöhnungsbedürftig und geht sehr schwer. Das ist suboptimal, finde ich. Das hätte man besser lösen können. Aber na gut. Wir haben jetzt hier unsere Luftpumpe schon drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier umstellen, der Hebel ist hier. Halt, andere Richtung. Dann fährt er raus. Und wieder rein. Also soweit funktioniert alles. Wir kommen jetzt zum Arm, gucken, dass wir die restlichen Schläuche anbringen und schauen mal dann, wo wir noch hinkommen und wo wir dann noch was kürzen können an den Schläuchen. Das werde ich dann definitiv tun, damit die dann auch besser liegen. Geschweige denn sowas wie hier den Schlauch vielleicht unten rumführen, den wir ein bisschen anders gestalten. Na, das werde ich schon. Werde ich mal gucken, wie ich das mache. Weil da ist ja noch Möglichkeiten drin. Gut. Dann baue ich weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, mit Tüte Nummer 3 haben wir jetzt dann das Gerät komplett fertig. Jo. Probleme oder sowas gab es jetzt nicht beim Bauen. Ich gebe euch nur den Tipp, wenn ihr dabei seid, zieht es wirklich so, wie es in der Anleitung ist, dadurch. Auch wenn jetzt hier oben Schlaufen sind. Lasst euch davon nicht täuschen, der Ausleger hier vorne fährt raus. Das heißt, ihr braucht das Material, was hier hängt, ne? Bevor es euch in die Quere kommt. Und ansonsten, ja, ich habe jetzt hier dann überall nochmal die Schläuche gekürzt, weil hier waren sie ganze, die waren hier in der Anleitung gekennzeichnet mit 42 cm und ich habe sie jetzt, glaube ich, auf 38 runtergekürzt, weil sie einfach ein Stück zu lang waren, damit die halt ziemlich passgenau sind, wenn der komplett ausgefahren ist. Wichtig macht das wirklich, wenn der komplett ausgefahren ist und nicht einfach mittendrin. So. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem endgültigen Fazit, so wie es ist. Und ja, ich muss sagen, als Spielerei super. Für jeden, der Anfänger ist mit Pneumatik, ist das Set zu empfehlen. Und alleine schon von den Teilen und für den Preis. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da könnt ihr zuschlagen. Wirklich, ihr bekommt gute Teile, ihr bekommt einen Haufen Schlauch. Ich habe am Ende jetzt hier immer noch einen ganzen Haufen übrig. Also es ist nicht so knapp, was ihr da bekommt. Na, wenn ihr damit ein bisschen sparsam seid. Ich habe jetzt hier vor dem Schwarzen habe ich noch ganz, ganz, ganz viel Schlauch. Aufkleber, ihr kennt es. Ich mache die nie drauf mittlerweile. Und ja, es ist halt jetzt ziemlich fragil, finde ich jetzt hier, was hier die Räder und die Steuerung angeht. Ja, wir haben jetzt hier diese Bewegungsmöglichkeiten, dass wir ihn fahren können. Na, ihr seht es. Huch. So. Wenn wir ihn jetzt mal rumdrehen, haben wir jetzt hier unsere Hebelchen. Wir haben hier die Hebel, wir haben hier die Pumpe. Das heißt, mit dem äußeren Hebel steuern wir jetzt den
Aufzug hoch und den Mast hoch und runter. Mit dem Hebel steuern wir den Ausleger und mit dem kleineren Hebel hier vorne noch steuern wir hier vorne die Gabel. Jetzt müssen wir mal ausprobieren. Kleinen Moment. So, habt ihr jetzt gar nicht gemerkt. Ich habe nämlich kurz an der Kamera auf Pause gedrückt. Ich habe mir jetzt ja hier das letzte Mal schon für den Telelader sowas gebastelt. Da packe ich jetzt hier meine Kontergewichte drauf, die ich aus dem Kran gemopst habe, aus dem großen. Ja. Ne, machen wir es so rum. Wollen wir das mal in der Mitte einen Platz lassen. Machen wir das so. So. Ah. Ich will gucken, dass es ein bisschen gleichmäßig ist. Ein bisschen zumindest. Boah. Das packt er nicht. Das packt er nicht. Obwohl, wir können es ja ausprobieren, ob er es schafft. Aber ich glaube, ihr seht es. Es ist schön nach unten gesackt jetzt. Probieren wir es aus. Ihr seht, was ist der falsche Knopf? Oh. Oh. Da schmeißt er die Palette nur um. Aber er hebt sie nicht hoch. Dann würde ich sagen, machen wir mal Plan B. Die kleine Gabel hier vorne ist auch zu krass eingestellt. Geht's nochmal? So, aber ne. Das können wir vergessen, das ist einfach zu schwer. Machen wir das jetzt mal ganz einfach, indem wir einfach hier ein paar Gewichte draufklöppeln. Der ist ja schon hier mit allem völlig außer Gefecht. Ach Mist, rennt die mal raus. Na? So, da sagt er gleich schon weg. So. Hoffentlich hält es jetzt. Dann können wir mal gucken. Jo, mit zwei Gewichten zu Ende. Spielerei beendet. Ja, es soll ja auch nichts halten. Das ist ja ein einfaches Modell, ein einfaches Set. Ich habe zwei Fehlteile. Hier sind so lange, dünne normalerweise Schläuche. Waren jetzt keine dabei. Es waren nur die normalen Schläuche dabei. Aber es ist jetzt auch nicht schade drum. Der wird sowieso nicht lange überleben. Das sage ich euch gleich. Weil alleine schon, was man daraus basteln oder bauen kann, das ist schon enorm. Und ja, ansonsten der Ausleger, damit ihr das noch gesehen habt, können wir so hochfahren. So wieder runter. Ich hoffe, jetzt habe ich euch nicht alles versperrt. Im Blick. Eben gerade. So, das ist ganz oben. Und das ist unten. So. Aber auch hier. Im Gegensatz zu dem von Kader, kann ich euch zeigen, mit Schläuchen habe ich es wirklich besser drauf als mit Kabeln. Ja, das Schlauchmanagement hier ist ganz simpel und einfach gelöst und ich habe überall Platz und kann das überall rausbringen, so wie ich das brauche. Auch wenn ihr von der Unterseite guckt her, ist es auch sauber gelöst, also da kann ich mich nicht beschweren. Ist jetzt leichter, finde ich, als die Kabel zu ziehen. Aber wir machen den Arm jetzt mal wieder runter. Ich komme da hin und her und hin und her. Na, geh runter. Los. Letztes Stück. Dankeschön. Auch das hier vorne, die Aufsteller, die sind nicht so prickelnd, sag ich mal. Dass sie hier feststehen, weil er kann trotzdem noch fahren, auch wenn die Dinger ganz unten sind. Na, also. Na, jetzt. Jetzt sind sie ganz unten. Jetzt haben die Reifen auch keinen Bodenkontakt mehr, obwohl sie ziemlich schlackern und runterhängen. Das Rad hat noch Bodenkontakt, das Rad nicht mehr. Aber ja gut, ist egal. Das ist egal. Also ihr kriegt hier für einen günstigen Preis wirklich gute Teile. Hier gerade die Pneumatikteile, ihr kriegt einen Haufen Schlauch. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also ich persönlich bin sehr zufrieden damit. Ich bedanke mich bei Loi dafür, weil das hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Machen durfte.
Auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, bis der da war. Aber naja, gut. Manchmal ist es halt nicht einfach. Ne? In der Post. So. Im Fazit habe ich euch alles jetzt erzählt. Gewichte heben kann er keiner. Zu spielen ist er bedingt geeignet. Aber als Teilspender ist er wirklich grandios. Also, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ihr habt einen Haufen Liftarme. Ihr habt die Pneumatikteile allen vorweg mit der Pumpe. Ihr habt zwei große Pneumatikzylinder, einen kleinen Pneumatikzylinder. Ihr habt einen Haufen Schlauch, den ihr bekommt. Und ansonsten lohnt es sich schon. Also, ich finde ihn jetzt für den Preis wirklich nicht so teuer, sondern eher gesagt richtig ideal. Halt wirklich zum Ausschlachten. Ne? Als Modell zum Hinstellen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt benutzen. Dafür ist er nicht so tauglich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt mit den Teilen wirklich viel anstellen. Das lohnt sich. Entschuldigung, ich bin nebenbei noch ein bisschen an der Palette, die ich aufgemotzt habe hier. Wie fest ist. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euch da draußen ein schönes Klemm. Wenn ihr den hier beim Loi bestellt, lasst einen Gruß da von uns. Wie immer. Der freut sich darüber, dass er weiß, wo es herkommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag wieder. Und in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen ein schönes Klemm. Bleibt gesund und viel Spaß. Macht's gut. Ciao.